Willkommen im HDB Schweißshop, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, meine YouTuber. Ein gewisser Rainer hat sich bei uns im Shop die sogenannte Black Edition ausgesucht. Und das ist schon etwas Besonderes. Die sind bei uns limitiert, davon machen wir nicht so viele. Und alle zwei Monate kommt mal so eine Bestellung rein und dann mache ich diese Maschine persönlich für euch fertig. Und ich habe mir gedacht, ihr solltet mal dabei sein und euch das Ganze mal anschauen, was passiert da genau, beziehungsweise was macht dieses Gerät so Besonderes. Man nehme dazu einmal eine handelsübliche Picotec 200 ACDC Puls und baue das Ganze um. Nur exklusiv bei HDB, nur persönlich vom Igor. Lieber Rainer, ich werde jetzt den ganzen Tag mich nur noch mit dieser Maschine beschäftigen, damit dieses Baby gleich eine Black Edition wird. Nur für dich, persönlich von mir. Manche denken sich vielleicht, ja, der Igor nimmt eine einfache Picotec 200, foliert die schwarz und nennt sie Black Edition. Nein, das ist falsch, da gehört viel mehr dazu. Erstens solltet ihr wissen, wir haben hier eine Retox-Option. Da gehört ein gewisser Umbau dazu. Das heißt, da wird eine zusätzliche Platine eingebaut. Das ist viel Arbeit, dafür brauche ich mindestens einen Tag. Zusätzlich packen wir da möglichst viel Zubehör hinein, wie den VegaView, bestimmte Verschleißteile, es sind Gasdüsen. Es ist halt ein großes Paket zu einem fairen Preis, finde ich. We'll be right back.
Yes, Baby! Unsere Black Edition ist fertig. Ich bin total glücklich. Es ist echt gut geworden. Die Oberfläche sieht Hammer aus. Es hat mir Spaß gemacht, Rainer, das Baby für dich fertig zu machen. Wir haben die Retox-Option eingebaut. Der Brenner funktioniert. Wir können fernregeln, können sehen. Der passende, professionelle Vega Viewers Black Edition ist auch dabei. Du wirst eine Menge Spaß haben. Du wirst eine Menge mit dieser Maschine erledigen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Jetzt aber, Bastian, müssen wir das Ganze schön ins Licht setzen, den Porn, denn das hat diese Maschine verdient. Ab an die Arbeit.